Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Zelda Twilight Princess. Und ja, es ist soweit. Wir gönnen uns ein kleines Päuschen und wollen mal schauen, was es noch abseits von der Hauptstory so zu tun gibt. Und dazu habe ich mir gedacht, gäbe es erstmal keinen besseren Ort als Hyrule Stadt, in der wir uns jetzt gerade befinden. Aber ich werde die Karte mal ausblenden. Wie nervt. Okay. Und ja, wir werden jetzt einfach mal gleich hier hindurchgehen und schauen, was es hier so gibt, weil vorher sind wir ja hier einfach durchgerannt immer. Und dann lernen wir diese Stadt mal ein bisschen kennen. Aber bevor ich mich hier auch nur einen Meter zur Seite bewege, möchte ich euch gerne noch was zeigen. Und zwar im letzten Part, da haben wir ja dieses Rätsel gemacht. Hey, renn doch nicht durch die Kamera, Mann. Da haben wir dieses Rätsel gemacht mit diesen Steinkolossen, die man in die richtige Position bringen kann. Schon wieder jemand, der einfach durchs Bild rennt. Naja. Und dann haben... Ja, ich habe eine Weile gebraucht und so, aber ich habe natürlich keine Mühen gescheut für euch. Und habe das nochmal wiederholt und das aufgenommen. Und da habe ich eine kleine, ja, einminütiges Video hier für euch gemacht, in dem ihr eine Taktik seht, wie man es machen kann. Es gibt bestimmt noch bessere und schnellere. Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Das ist meine Taktik, die ich herausgefunden habe. Und die würde ich euch gern zeigen. Ich hoffe, sie bringt euch jetzt noch irgendwas oder so. Naja, schaut's euch an, denn gleich geht's los. Willkommen zurück. Ich hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich. Wenn nicht, dann auch egal. Dann habt ihr halt eine Minute eures Lebens an dieser Sequenz verschwendet. Naja, jetzt können wir uns endlich bewegen. Und zwar wandern wir hier durch Hyrule Stadt. Und wo gehen wir denn zuerst lang? Mal wieder hier lang. Genau. Diesen einen Typen hier am Anfang habe ich euch ja schon mal kurz gezeigt. Den hier. Der möchte nämlich Spenden von uns haben. Ja, in diesem Spiel wird man sehr oft... wird sehr oft an unsere Gutmütigkeit appelliert, und zwar sollen wir spenden, was das Zeug hält, nicht nur hier. Da ich aber im Moment so gut wie gar kein Geld habe und das wahrscheinlich auch noch brauchen werde, gehe ich jetzt erstmal weiter und lasse ihn erstmal auf dem Trockenen sitzen. So, was bist du denn für einer? Machst du was? Nein. Magst du eigentlich Hunde? Ich schon. Wenn ich Knochen werfe, bringen sie immer wieder zurück. Wenn du magst, kannst du auch mal mit ihnen spielen. So, das ist jetzt keine Sidequest oder so. Oh, ich finde das so süß, wie er den Hund immer mitnimmt. Okay, das war's. Ja, hier ist nämlich der erste Ort, an dem wir ein kleines Sidequest starten können. Und zwar gehen wir mal hinein. Was tut der denn hier? Der guckt so. Ist es überhaupt schon geöffnet? Ja, müsste eigentlich. Das ist nicht der Fight Club, nein. Spannung. Yeah, und da kommt da so eine coole Gestalt hier raus. Junger Freund, willkommen im Reich der Träume und Hoffnungen. Ja, so sieht's hier auch aus. Hier kannst du dich fühlen wie ein echter Star im Zirkus und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Tja, bei Preise stellen sich meine Ohren auf. Ja, du hast richtig gehört. Hier kannst du dich bei der Star Challenge vergnügen. Und jetzt schaut mal, die grün markierten Buchstaben ergeben zusammen das Wort Star. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Wow, der muss ja echt schlau gewesen sein. Da lacht sogar er. Ist doch ein netter Name, oder?
Also, was ist? Sei kein Trauerkloß. Für lumpige 10 Rubine kannst du dich der Herausforderung stellen. Bist du dabei? Na klar sind wir dabei, denn das ist unser erstes kleines Spielchen, was wir hier machen. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also gib alles. Alles klar, dann los. Ja, Moment, ich brauche jetzt hier erstmal meinen... ich brauche doch hier meinen Greifhaken. Gut, den habe ich auch. Denn wir müssen uns mit dem Greifhaken jetzt immer hin und her ziehen. Und damit diese ganzen Dinger hier einsammeln. Und ich mache das gerade wahrscheinlich wieder total unklug. Und werde das auch beim ersten Mal wahrscheinlich nicht schaffen, denn wir haben nur noch 10 Sekunden. Es gibt wahrscheinlich auch eine schlauere Lösung für dieses Ganze. Oder schaffe ich es noch? Ja, ich habe es geschafft. Unglaublich. Knapp, aber geschafft. Oh nein, was für ein junger Freund. Und? Gar nicht so einfach. Oder ich habe es doch nicht geschafft? Na gut, das muss ich ja normal machen. Ich dachte, ich habe es geschafft. War da etwa noch einer? Ja, okay, dann muss ich mir erstmal eine Taktik mir überlegen. Gehen wir erstmal nach oben. Ah, diesen blauen habe ich wahrscheinlich nicht. So. Dann holen wir uns den nochmal. So. Hier rauf. Dann wollen wir uns darüber schwingen. Way! So, dann geht's hier hoch. Und dann schwingen wir uns auf diese Seite und dann sollten wir eigentlich alle haben. Yeah! Diesmal haben wir es wirklich geschafft. Oh, unmöglich! Das ist ja fantastisch! Ein neuer Star wird geboren! Und einen Preis bekommst du natürlich auch. Hier, bitte! Da-da-da-da! Das ist nicht irgendein Preis. Nein, das ist die große, der große Köcher für den Bogen. Unglaublich. 60 Pfeile können wir jetzt mit uns tragen. Also gut, der nächste Level wird speziell für dich entworfen und ist für niemanden sonst. Als besonderer Service für echte Stars. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Ein echter Knaller. Daran wirst du dir die Zähne zerbeißen. Ausbeißen. Ja, Leute, wir kommen nämlich nochmal irgendwann hier zurück. Aber dazu brauchen wir erst ein weiteres Item. Und dann, ihr werdet es nicht glauben, können wir das ganze Spiel nochmal machen. Natürlich etwas schwerer. Yeah, unsere Fans! Da ist er ja! Wahnsinn! Wuhu. Ja, die gehen voll auf uns ab. Wenn wir die jetzt ansprechen, dann aufgepasst. Spitze, er hat mit uns gesprochen. Blub, kommen Herzen raus. Yeah, wir haben unsere ersten 3 Fans. Wuhu. Okay, das war das wunderbare Zirkuszelt hier. Die sogenannte Star Challenge oder so. Keine Ahnung. Ja, wir gehen mal weiter in dieser wunderschönen Seitengasse. Ja, wir brauchen dazu noch ein anderes Item, um da nochmal dran teilnehmen zu können. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine größere Bogentasche, einen Köcher. So, das ist hier nämlich auch ein schönes Häuschen. Prinzessin Agneta. Hier ein Spanner vor dem Haus. Was? Was ist denn? Hast du etwa bei Agneta etwas zu erledigen? Du siehst nicht so aus wie einer ihrer Freunde. Aha, du auch nicht. So, gehen wir mal rein. Hier wohnt die kleine, bezaubernde Agneta. In ihrer eigenen kleinen Welt. Mit einem Bäumchen in der Mitte. Und die merkst du auch an der Musik. Sehr schön. Träumerisch, verspielt. Und so. Und da ist sie, die kleine Agneta. Was es mit dieser Person auf sich hat, werden wir jetzt herausfinden. Nanu? Ich dachte schon, du wärst eine besonders fette Heuschrecke. Danke. Aber wenn ich mir so deine Kleider ansehe, dann bin ich sicher, dass du auch nur ein großer Insektenfreund bist. Stimmt's? Ja, genau. Verzeih, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Agneta, die Prinzessin des Insektenreichs. Ich habe die 24 goldenen Insekten dieser Welt zu einem Ball eingeladen. Aber sie kommen und kommen einfach nicht. Ich fürchte, sie haben sich irgendwo verirrt. Wenn du sie siehst, würdest du sie wohl hierher in mein Schloss bringen? Wenn du die Insekten findest und hierher bringst, gib sie einfach mir, ja? Ja, das sind nämlich diese Goldinsekten, von der wir ja schon eine Ameise gefangen haben. Wir können sie auch in unserem Inventar aufrufen. Tada! Eine komplett goldene Ameise, männlich, gefunden auf dem Friedhof von Kakariko. Ja, 24 Stück gibt es von denen. Und zwar gibt es immer, wenn man eins hat, ein männliches, dann gibt es dazu äquivalent das weibliche, so. Und davon gibt es halt eine Menge.
Und die sind überall in der ganzen Welt verstreut. Und es macht aber Sinn, sie einzusammeln, denn wenn wir sie ihr überreichen, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen. Wir geben ihr jetzt mal unsere Ameisenmännchen. Aber du, Ameise männlich, bist du es wirklich? Ah, die Ameise, sie sieht fast aus wie Mohn. Da muss man aufpassen, dass niemand einen Kuchen damit schmückt. Danke, danke, ich bin so glücklich. Vielen Dank, dass du dieses Insekt mitgebracht hast. Ehrlich gesagt habe ich dir nicht wirklich getraut. Ich bin wohl eine ziemlich miese Prinzessin. Wenn du das nächste Mal hierher kommst, teile ich mein Glück mit dir. Nimm das hier, um es darin aufzubewahren. Ja, wir bekommen hier eine größere Geldbörse und das nur für das erste Insekt. Das ist wunderbar. Denn jetzt können wir ganze 600 Rubine. Also unser Budget hat sich sozusagen verdoppelt, unsere Kapazität. Übrigens, da wo du das Insekt Ameise findest, muss es auch das Gegenstück dazu geben. Wenn vor allen Insekten ein Paar da ist, werden wir alle sehr glücklich sein. Ja, ihr habt's gehört, das wollte ich euch auch noch sagen. Denn wir haben hier die Ameise in Kakariko gefunden. Das bedeutet, die weibliche Ameise befindet sich ebenfalls in Kakariko. Und ja, ich glaube in jedem Gebiet, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so ziemlich in jedem Gebiet gibt es ein Insekt zu finden. Beziehungsweise zwei, weil ja immer das Männchen und Weibchen ist. Ja, das so viel zu Agneta. Und ja, es war schon verdeckt angedeutet, so. Sie wird unser Glück mit ihr Glück mit uns teilen. Und sie hat uns das gegeben, um es hineinzutun. Das heißt, sie wird uns Geld geben. Yeah! Die macht uns reich, die Frau. Unglaublich, die Vorhersagen hier treffen ja wirklich ein. Mir wurde vorhergesagt, wenn ich vor dem Laden stehe und warte, dann werde ich von dem Mann meiner Träume angesprochen. Und das stimmt doch sicher. Also entschuldige, aber du bist wirklich nicht mein Typ. Lito. Ja. Das nächste Haus, das ist die wunderbare Seitengasse hier. Hier ist echt viel Action. Magicana, Haus der Wahrsagerei. Magic Anna. So, gehen wir auch hier hinein und wollen uns das mal angucken. Was denn hier für eine komische Person wohnt? Das ist sie. Die wunderbare Wahrsagerin. Willkommen bei Magic Anna. Wenn du willst, öffne ich dir die Tür zu einer wahren Bestimmung. Willst du etwas über dein Schicksal erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Für nur 10 Rubine öffnet sich dir die Tür zu einer eigenen Zukunft. Zu deiner eigenen Zukunft. Wirst du sie durchschreiten? Nein, werden wir leider nicht, denn Geld haben wir im Moment nicht genug. So, und ich kann euch nämlich erzählen, was diese wunderbare Wahrsagerin für uns tut, denn sie sagt uns wahr. Haha, wenn wir mal nicht weiter wissen, zum Beispiel, sagt sie uns zum einen, wo wir als nächstes hin müssen, und was noch viel wichtiger und toller ist, sie sagt uns nämlich, wo es die ganzen Herzteile noch gibt, die wir noch nicht haben. Die versteckten. Also sie deutet es uns an, nämlich. Sie zeigt uns den Ort. Und das ist eigentlich gar nicht schlecht. So. Wir sind jetzt eigentlich bei den wichtigsten Orten gewesen. Alle in einer Seitengasse verteilt. Bei den anderen gibt es nicht so viel. Und deswegen überlegen wir mal. Ich zeige euch nochmal den Laden hier. Herzlich willkommen! Ah, herzlich willkommen. Verzeihung. Das Betreten des Geschäfts mit derart verschmutztem Schuhwerk stellt eine Belästigung für die anderen Kunden dar. Aber wenn du dir die Schuhe geputzt hast, freuen wir uns natürlich jederzeit, dich wieder begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Ja toll, wie soll ich denn hier meine Schuhe... Ach so, genau. Dieser kleine Junge putzt uns die Schuhe. Junge, deine Schuhe sind ganz schön dreckig. Egal, wie frech dein Gewand auch ist, schmutzige Schuhe ruinieren einen guten Eindruck sofort. Die Leute sehen schließlich auch auf deine Schuhe. Oder haben sie dich etwa in den teuren Laden da reingelassen? Wie sieht's aus? Soll ich dir die... ja, mein Gott, zur Wahrsagerin gehe ich nicht, aber mir unmöglich die Schuhe putzen, das mache ich. Ja, ja, komm. Dann gehen wir jetzt mal hinein mit geputzten Schuhen, die übrigens jetzt wunderbar glänzen. Nur um euch das zu zeigen. So, wir sind jetzt hier nämlich im ultimativen Bonzenladen.
Hier kann man sich eigentlich nichts leisten, glaube ich. Wir sprechen den Herrn mal an. Was ist? Soll ich dir vielleicht etwas zeigen? Ja, das ist diese Rüstung. Die wollen wir natürlich haben. Die letzte Rüstung, die wir haben können. Unser letztes Gewand. Und hier gibt es noch so, ja, alles Mögliche zu kaufen. Ich guck mal, wie teuer allein die Pfeile sind. Steht hier nicht der Preis? 10 Stück kaufen. Das macht dann 2000 Rubine. Okay? Nein. 10 Pfeile für 2000 Rubine. Also wirklich, ja. Naja. Ich würde mal sagen, das war genug von der Stadt erstmal. Im nächsten Part könnten wir ein bisschen noch zu Kakariko schauen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen. Und, ach ja, nochmal zu den Insekten. Ich werde die nämlich nebenbei sammeln. Ich werde jetzt nicht extra einen Part machen, in dem ich jedes Insekt suche, sondern ich werde die einfach nebenbei sammeln. Wenn mir eins über den Weg läuft und wenn ich weiß, wo eins ist, dann hole ich mir das. Und ich hoffe, das ist okay für euch, denn das erscheint mir spannender. Yeah. Und ja, dann würde ich sagen, erfreuen wir uns an dem tollen Laden hier, in dem wir uns nie was kaufen werden. Zumindest solange dieser Mann hier an der Führung ist. Und ja, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao. Danke fürs Zuschauen.